Ich bin jetzt hier in unserer Absprache. Wir hatten so ein bisschen hin und her überlegt, wie viel mache ich zu Geschlecht, wie viel zu Diskriminierung insgesamt. Und der Fokus liegt jetzt auf Gestaltung von Lernprozessen zu Diskriminierung mit einem kleinen Unterfokus auf offener Jugendarbeit. Das heißt, ich werde jetzt Geschlechterverhältnisse eher so ein bisschen im Hintergrund lassen und eher insgesamt auf Diskriminierung schauen, wenn das hier klickt. Genau, was ich vorhabe, ist, ich starte, vielleicht noch kurz, es haben alle diese Präsentation bekommen. Ich habe in Kleinigkeiten noch nach dem Vortrag heute Morgen geändert oder angepasst, noch ein bisschen was ergänzt, also einfach nochmal, um auf den Vortrag einzugehen, auch um auf das Gespräch ein bisschen einzugehen, das es danach gab. Wer diese Variante nochmal bekommen möchte, kann mir eine Mail schreiben. Die Mail gibt es in der Präsentation, die alle haben. Dann kann ich nochmal die aktualisierte Variante zuschicken. Also ich starte mit ein paar sehr knappen Grundlegungen zu Diskriminierung. Macht dann einen Teil 1 zu Pädagogik, zu Diskriminierungsprävention. Vertiefe dann eher nochmal die Grundlagen mit lerntheoretischen Fragen. Also warum verhalten sich Menschen eigentlich diskriminierend und warum arrangieren sie sich mit Diskriminierung? Was heißt das für Lernprozesse? Gehe dann rüber wieder in den Praxistransfer. Also was heißt das für Prävention? Und wenn wir es schaffen, gibt es am Schluss noch einen kleinen Teil zu spezifischer zu Herausforderungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Da davon einiges heute Morgen im Vortrag schon gesagt wurde, würde ich da jetzt nicht die Priorität hinlegen, weil es sich einiges wiederholt mit dem Vortrag des Morgens. Wie gesagt, ich garantiere nicht, dass wir alles schaffen, aber ansonsten haben ja alle die Präsentationen können nachlesen. Und ich freue mich, wenn Leute ihre Kameras anschalten, weil ich sozusagen auf die Gesichter gucke und darauf auch aufs Tempo gucke, ob ich fragende Gesichter sehe. Erkläre oder so. Das heißt, desto mehr ich Gesichter sehe, desto mehr, mir wurde gesagt, ich darf duzen, desto mehr könnt ihr sozusagen Einfluss nehmen darauf, was ich wie erkläre. Ich starte mit Diskriminierung. Es wurde heute Morgen schon gesagt, Diskriminierung ist nicht nur individuell, sondern spielt auf verschiedenen Ebenen. Wir arbeiten in unserer Pädagogik mit so einem Zahnradmodell. Das kenne ich zuerst oder wurde mir zurückverfolgt auf Amorekla im Kontext eines kleinen Trägers in Berlin zu queerer Bildung, also AB Queer. Und was schon angesprochen wurde, war ihr habt situative Ebene gesagt, ich sage jetzt hier interpersonelle Ebene, also zwischen Menschen, sowohl Gewalt, aber auch sowas wie Mikroaggression, also so kleine Sachen, die oft sogar nett gemeint sind, ein Kompliment, boah, für eine Frau kannst du ganz schön gut einparken oder wo kommst du eigentlich her oder du sprichst aber gut Deutsch für eine Person, die in dem Land geboren ist oder solche Dinge. Also Dinge, die auch nett gemeint sind, aber trotzdem eine Botschaft geben, wer selbstverständlich dazugehört und wer nicht. Die strukturelle Ebene habt ihr schon genannt und bei euch war sie, glaube ich, verknüpft. Ich habe hier nochmal, oder bei euch hieß das, glaube ich, symbolisch. Also ich sage eine kulturelle, diskursive Ebene. Also sowas wie, wer taucht wie in Medien auf, in der Literatur auf? Was wird in den verschiedenen Religionen, die bedeutsam sind für Menschen, wie dargestellt, als erwünscht oder unerwünscht? Was ist in der Sprache überhaupt möglich? Für wen gibt es gute Worte? Für wen gibt es schwierige oder keine Worte? Was gilt als normal? Was gilt als erklärungsbedürftig, als besonders? Aber auch institutionelle Dinge, und damit haben wir es in der Pädagogik viel zu tun, also Normen und Regeln in Institutionen, aber auch sowas, ich würde ein anderes Beispiel geben, als das, was ihr vorhin gebracht habt. Da, wo ich aufgewachsen bin, gab es ein Jugendzentrum, das war am Ende eines langen, dunklen Weges. Das war nicht angstfrei, dahin zu kommen. Ne, sowas wäre zum Beispiel eine institutionelle Geschichte, die Zugänge gestaltet. In der Schule fragen, von welcher Sprache, also welches, selbst wenn ich jetzt auf Deutsch denke, welches Deutsch muss ich eigentlich sprechen, um da erfolgreich sein zu können oder nicht. Das wird auch als kulturelles Kapital gefasst von Bourdieu. Und alles das wirkt sich aus auf die individuelle Ebene, also Einstellungen, Bilder und Deutungen, die wir über unsere Erfahrungen haben. Wie ist mein Verhältnis zu mir selbst? Glaube ich, ich habe alles selbst erreicht. Ich bin total talentiert. Wenn mir was misslingt, dann liegt das daran, dass halt Schule scheiße ist oder sowas. Oder umgekehrt denke ich, es liegt immer alles an mir selbst. Ich bin zu empfindlich. Ich kann es nicht. Ich habe es nicht drauf. Welche Gefühle habe ich gegenüber anderen? Und denke, habe ich Selbstwirksamkeitserwartungen? Also denke ich, dass ich mit meinem Handeln meine Situation beeinflussen kann? Oder das Gegenteil wäre gelernte Hilflosigkeit, egal wie ich es mache, ich kann es nicht beeinflussen. Und oft fängt die Diskriminierungsprävention auf dieser Ebene an und denkt immer, das ist alles
Individuelles. Ich arbeite an den Vorurteilen der Menschen und ich stimme mit den Rednerinnen des Vormittags überein, dass eigentlich diese Ebenen, also vor allem diese hier, die unteren Ebenen beeinflussen. Das heißt, wenn ich Dinge verändern will, reicht es nicht, wenn ich sage, ihr denkt falsch, ich erkläre euch jetzt, wie ihr richtig denken sollt, sondern an sich muss ich mich mit den AdressatInnen und politisch mit diesen Ebenen auseinandersetzen, wenn ich hier im individuellen, interpersonellen Bereich was beeinflussen will. Ich würde unterscheiden bei Diskriminierung zwischen Intention oder Absicht einerseits und Effekt oder Wirkung andererseits. Wenn wir sagen, das und das ist zum Beispiel sexistisch oder rassistisch, dann sagen Leute zurück, aber ich habe es doch gar nicht so gemeint. Und oft stimmt es. Also manchmal ist es auch eine Abwehr, aber oft stimmt es auch und es ist wirklich nicht so gemeint. Zum Beispiel die Frage, wo kommst du her? Oder Komplimente, die total nett gemeint sind und trotzdem nicht so gut rüberkommen. Aus meiner Sicht ist für die Frage, was ist diskriminierend, entscheidend der Effekt oder die Wirkung. Also wenn etwas so rüberkommt, dass die Person selbst merkt, ich bin nicht normal. Also die Frage, wo kommst du her, die wird, wenn ich die allen gleichermaßen immer stelle und alle anderen sie auch sich gegenseitig stellen, ist es eine neutrale Frage. Es ist aber sehr klassisch, dass die Frage vor allen Menschen gestellt wird, die einen Namen haben oder ein Aussehen, das jeweils in der jeweiligen Gesellschaft als nicht normal und erklärungsbedürftig gilt. Ich sehe, mein Bild ist eingefroren, das, ihr müsst euch jetzt einfach denken, dass ich mich weiter bewege. Und ihr müsst euch auch denken, dass ich Anführungszeichen mit den Fingern mache, wenn ich normal sage. Das heißt, es gibt häufig so eine Annahme, das ist total, eine total neutrale, nett gemeinte Frage, aber wenn ich die immer gestellt kriege und es gibt dazu ein kleines, schönes Video, das von Mikroaggressionen spricht und sagt, Mikroaggressionen sind wie Moskitostiche, also auf Englisch, Microaggressions are like mosquito bites. Und wenn ich einmal gestochen werde, ist tragisch, aber wenn ich von morgens bis abends Stiche abbekomme, dann wird es irgendwann schwierig zu ertragen und das kann auch gesundheitsschädigend werden. Und auch Mikroaggressionen können gesundheitsschädigend wirken, also sie können zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen, wenn sie ganz ständig die ganze Zeit kommen. Das betrifft Leute, denen ständig gesagt wird, sie sind nicht normal da, wo sie wohnen, weil sie eigentlich in Anführungszeichen woanders hingehören. Das betrifft Menschen, die ständig als das falsche Geschlecht angesprochen werden, weil sie trans sind, andere da nicht mitgehen. Das betrifft Menschen, die ständig gesagt kriegen, auch für dein Geschlecht ist das aber ungewöhnlich, was du machst, dass du als Junge Gedichte liest, dass du als Mädchen gerne Autos schraubst oder Fußball spielst, das ist aber ungewöhnlich. Das sind alles Mikroaggressionen. Das hat Auswirkungen auf die, die jeweils direkt betroffen sind. Oder auch, wenn die gar nicht dabei sind, also wenn ich gar nicht dabei bin und das selber mitkriege, aber zum Beispiel eine Gruppe Männer macht sexistische Witze. Das ist jetzt auf mich, hat das keine Auswirkungen, aber es hat Auswirkungen auf die anderen, die, also auf die anderen Männer oder Jungen, die das hören, die denken nämlich, ach, das ist ja normal. Also das ist ja, so macht man das, es ist normal, dass Männer und Jungen über Frauen, Mädchen lästern und so weiter. Das heißt, die Effekte und Wirkungen sind entscheidend dafür, ob etwas diskriminierend wirkt oder nicht. Die Intention ist trotzdem nicht egal. Die Intention sagt etwas darüber, ob jemand bereit ist, das zu überdenken. Also wir wissen aus der Rechtsextremismusprävention, dass wenn Menschen, wenn wir uns sozusagen auf die Nazis einschießen, wenn wir in einer Gruppe sind und wir arbeiten die ganze Zeit nur mit den Nazis, dann können die das für sich nutzen, den Raum, und können den Raum für alle anderen schließen, die sich nicht mehr wohlfühlen können und können sozusagen ihre ganze Ideologie ausbreiten. Also ich spreche jetzt von wirklichen organisierten, geschulten Nazis, nicht von welchen, die das erste Mal sich dahin vorbewegen. Bei denen weiß man mittlerweile, in Gruppenkonstellationen sind die sowieso nicht zu erreichen und es ist schädigend für alle anderen, wenn wir uns auf die konzentrieren. Das heißt, wir wissen, mit Nazis sollten wir uns nicht so sehr beschäftigen. Wenn wir es aber mit Leuten zu tun haben, die wollen gar nicht diskriminieren und denen passiert das, weil sie etwas nicht wissen, weil sie über was nicht nachgedacht haben und so weiter, dann kann sich das total lohnen, sich mit denen zu beschäftigen. Und dafür ist zumindest ein Spekulieren über die Intention relevant. Also wenn die Intention gut gemeint ist, dann kann es sich lohnen, sich mit denen zu beschäftigen.
Das heißt, ich nehme die Intention ernst und ich nehme Menschen dann in die Verantwortung für die Effekte, die ihre Intentionen haben. Also ich sage, ich weiß, dass du das so nicht gemeint hast. Ich glaube auch, du hast das total nett gemeint. Auch das war sicher als nettes Kompliment gemeint, oder? Aber, und dann gehe ich dahin, wenn du es so nicht meinst, dann lass uns doch mal schauen, ob das, wie das rüberkommt. Und ob du dann vielleicht doch was ändern willst an deinem Handeln, damit es anders rüberkommt. Dann haben wir eine ganz andere Situation. Also ich schlage vor, die Fragestellung zu verlagern von, wie ist es gemeint und bin ich ein guter Mensch? Das wäre eine moralische Fragestellung, gehöre ich zu den Guten oder zu den Bösen? Hin zu Verantwortungsübernahme, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Wie wünschen wir uns jetzt in der Pädagogik unsere pädagogischen Räume, unsere Beziehungen? Und was können wir jeweils dazu beitragen und wie können wir mit Fehlern und Interessen, Konflikten umgehen? Das ist eine ganz andere Fragestellung und die ist, wenn, also das braucht Zeit, diese Fragestellung so zu vermitteln, weil wir häufig in der Pädagogik lernen, sehr moralisch zu denken, also in der Schule und so weiter lernen die Kinder und Jugendlichen sehr moralisch zu denken. Und die Verlagerung der Fragestellung, das braucht Übung, das wirklich anders denken zu können. Und nicht zu denken, wenn mir ein Fehler passiert und ich den zugebe, dann gebe ich zu, ich bin ein schlechter Mensch. Ihr habt heute Morgen auch schon von Intersektionalität gesprochen und ich verwende ein Modell, ein Transparentpapiermodell. Also wenn ich live bin, dann habe ich so verschiedene Transparentpapierstreifen. Und wir haben jeweils die ganz privilegierte Seite, das ist hier das Plus, Plus, Plus. Die sieht so aus, als sei sie transparent. Es sieht so aus, als hätte, ne, als hätten Männer mit Sexismus erstmal, seien nicht so wahnsinnig von Sexismus irgendwie involviert, außer sie sind böse Sexisten. Aber ansonsten haben sie damit nichts zu tun. Während hier bei denen, die besonders diskriminiert werden, in diesem Fall Frauen und Mädchen, ist so aus, als hätten wir total viel mit Sexismus zu tun. An sich ist aber wichtig zu denken, ah, bei allen ist die Farbe hier anders. Und das überlagert sich zum Beispiel mit Heterosexismus und Cissexismus. Also Heterosexismus, die Privilegierung heterosexueller Menschen und Cissexismus, die Privilegierung von Cis-Menschen, also von Menschen, die nicht trans sind, von Menschen, die in dem Geschlecht leben, in dem sie bei Geburt zugewiesen wurden. Also die Hebamme hat gesagt, es ist ein Junge und der Mensch versteht sich auch als Junge. Das ist ein Cis-Junge dann. Und ich habe eure Beispiele von heute Morgen aufgegriffen. Also ich unterstelle mal jetzt einfach reine Spekulation, ich kenne die Gruppe nicht. Der Junge, der das mit dem Schweizer Pass sagt, ich unterstelle mal einfach, das ist ein Junge und der ist auch cis und ist heterosexuell, reine Spekulation. Das heißt, der ist hier privilegiert. Das scheint noch alles so relativ, als hätte der mit Geschlecht und so weiter erstmal nicht so viel zu tun. Ich unterstelle jetzt einfach mal auch, dass er nicht jüdisch ist, also dass er Goy ist, also auch im Antisemitismus nicht diskriminiert ist und vielleicht auch im Ableismus nicht diskriminiert wird, also keine Behinderung erfährt. Das heißt, auf diesen Ebenen spricht er erstmal aus einer relativ privilegierten Perspektive. Reine Spekulation, ich kenne den Fall gar nicht. Jetzt ändert sich alles. Die Farbe hier wird völlig anders, wenn dazu kommt Rassismus und Nationalismus. Und ich unterstelle jetzt mal, dass dieser Junge nicht privilegiert ist auf der Ebene Rassismus und Nationalismus, sondern dass er vielleicht eingewandert ist oder seine Eltern eingewandert sind oder seine Großeltern, dass er nicht als normaler Schweizer gilt. Und plötzlich ändert sich die Farbe und während, wenn ich das nochmal zurückmache, er hier zum Beispiel, wenn das jetzt ein mehrheitsangehöriger Junge gewesen wäre, könnte der Souveränität, das hatte ich heute Morgen im Kommentar eingebracht, performen, indem er super erfolgreich ist in der Schule, vielleicht Geld von den Eltern noch mitbringt, und so sehr subtil Souveränität zeigen kann. Plötzlich ist er aber mit Rassismus und Nationalismus konfrontiert, steht immer unter dem Verdacht, er könnte ein Sexist sein. Zum Beispiel, und er könnte irgendwie nicht passen, kulturell nicht reinpassen. Und er muss sich ständig dazu verhalten. Das verändert, welche Möglichkeiten er hat, Männlichkeit zu performen. Und dann kommt noch Klassismus dazu, also eine Diskriminierung aufgrund von wenig finanziellem Kapital, aber auch wenig kulturellem Kapital vielleicht, oder wenig von dem kulturellen Kapital, das in der Schweiz anerkannt wird. Und dann hat er noch weniger Ressourcen, mit denen er sein Mannsein performen kann. Und wenn er sich fehlverhält, zum Beispiel wenn er ein Mädchen schlägt, sind Leute immer dabei mit dem Gedanken, ach, das tut er, weil er ein patriarchaler, kulturell nicht dazugehöriger Macker ist.
während es bei einem mehrheitsangehörigen Jungen aus einer bürgerlichen Familie vielleicht eher als Spaß rüberkommen würde. Ach, die haben da Spaß miteinander und das hat mit Patriarchat wenig zu tun. Ihr hattet das Beispiel von den Mädchen mit der, ich glaube, Homofeindlichkeit war es, Heterosexismus, irgendwas dieser Art. Also wenn wir annehmen, diese Mädchen sind diskriminiert im Sexismus, im Hetero- und Cissexismus wahrscheinlich auch, vielleicht auch gar nicht. Dann ändert sich die Farbe völlig, wenn die eigentlich lesbisch sind zum Beispiel und so tun müssen, als seien sie nicht lesbisch, um nicht diskriminiert zu werden. Ja, dann haben wir hier eine andere Farbe. Ich gehe mal hier auch wieder davon aus, die sind auf den anderen Ebenen privilegiert. Und dann könnten sie Weiblichkeit performen, indem sie ganz wunderbar in so Körpernormen vielleicht passen. Wir müssten hier noch Körper als Körperdiskriminierung eigentlich mit dazu nehmen, indem sie so bestimmte kulturelle Codes verwenden, mit denen man zeigen kann, man ist so ein richtiges Mädchen. Und dann kommt Rassismus dazu, der sagt, richtige Mädchen sind weiß, richtige Mädchen sind bürgerlich, sind hier anerkannt, kriegen vielleicht mal einen Mann, der sie versorgt. Und das wird plötzlich klar, in der Lebenswelt wird das schwierig werden. Und dann kann ich zeigen, ich bin ein richtiges Mädchen, indem ich mich von so komischen, nicht richtigen Mädchen, wie zum Beispiel Lesben oder Transfrauen, abgrenze. Wenn ich unter Umständen auch noch hart arbeiten müssen werde, um überleben zu können, in Berufen, die vielleicht gar nicht so als anerkannte, gute Frauenberufe gelten, sondern eher als nicht so gute Frauenberufe, wenn meine Mutter putzen geht zum Beispiel oder so, dann kann es sein, dass ich erst recht andere Mittel brauche, um zu zeigen, ich bin ein richtiges Mädchen, wenn mir das wichtig ist. Das heißt, auch hier die Farbe verändert sich, je nachdem, wie ich betroffen bin. Das sind einfach kurze Grundlegungen. Wir könnten uns da stundenlang mit beschäftigen, aber ich gehe jetzt in den pädagogischen Transfer trotzdem rüber. Was wir heute Morgen als Frage hatten, so dieses, woher weiß ich denn und denke ich jetzt mit, das ist, weil die marginalisiert sind oder sowas. Ich mache eine Unterscheidung. Ich würde sagen, wir brauchen eine dialogische Haltung des Nichtwissens. Ich weiß nie in einer Situation, was ist gerade relevant. Wenn wir hören in der Pädagogik oft, wir sollen wissen, wie ist die Zielgruppe, wie ist die Zielgruppe, wie ist das bei den TürkInnen, wie ist das bei den Deutschen, wie ist es bei Jungen, was brauchen Mädchen und so weiter. Was damit verbunden ist, wäre Zuschreibungswissen, ein Rezeptewissen. Aus meiner Sicht wird das der pädagogischen Situation nie gerecht, weil Zuschreibungswissen, also alle Menschen sind Individuen, egal welches Geschlecht sie haben, egal welcher Kultur sie angehören oder welchen Kulturen, also Leute, die wohin migriert sind, gehören auch Kulturen gleichzeitig an, egal welche Klasse, Schicht sie haben, ihre Eltern, ihre Großeltern hatten. Menschen sind total vielfältig und ich werde nie eine Beschreibung kriegen, von der ich wirklich verstehe, wie die sind. Das heißt, von Zuschreibungswissen müssen wir uns verabschieden. Was wir brauchen, ist Reflexionskompetenz mit Hintergrundwissen. Also ich kann Thesen aufstellen, die eher Frageform annehmen. Ich kann denken, in dieser Situation, die ihr heute Morgen beschrieben habt, könnte es eine Rolle spielen, dass es einen Diskurs gibt über Männer dürfen Frauen nicht schlagen und über Gewalt in Beziehungen zwischen Männern und Frauen. Und dass deshalb vielleicht diese Schläge oder dieses Schlag mich nicht eine Geschlechterrelevanz hat. Ich weiß das aber nicht, was in dem Moment in den Kindern und Jugendlichen vorgeht. Ich kann nur eine Vermutung aufstellen. Auf dieser Vermutung aufbauend komme ich nicht umhin, dialogisch gemeinsam mit meinen AdressatInnen vorzugehen, also mit denen ins Gespräch zu gehen, mich zu interessieren für ihre Sichtweisen und ihre Sichtweisen ernst zu nehmen, auch wenn ich ihnen vielleicht nicht in jedem Schritt folge. Und dann gibt es ein Spannungsfeld bezüglich meiner eigenen Impulse. Also einerseits haben wir, gerade wenn wir nicht ganz neu sind in der Pädagogik, aber auch aus unserer Lebenserfahrung oft ein Erfahrungswissen. Das heißt, wir können häufig etwas deuten, wo wir gar nicht genau wissen, warum komme ich da jetzt drauf. Und wenn wir uns mit Forschung beschäftigt haben, haben wir noch mehr Ideen, welche Rolle etwas spielen könnte. Und gleichzeitig sind das immer Impulse, die immer hochsubjektiv sind und wir müssen die immer auch kritisch reflektieren. Das heißt, wir sollten sie weder verwerfen und nur Dinge Also wir können gar nicht Pädagogik nur auf Dinge stützen, die voll endgültig erforscht sind, zumal, wie gesagt, Menschen unterschiedlich sind. Sondern wir müssen unsere Impulse ernst nehmen, aber wir müssen sie auch ständig immer hinterfragen. Hinterfragen, wo ist es eigentlich mein Deutungsmuster? Ich habe mich viel mit Gewalt in intimen Beziehungen oder im Geschlechterverhältnis beschäftigt. Das heißt, ich denke jetzt, das hat was mit Geschlechterverhältnissen zu tun, dass da gesprochen wird über schlag mich nicht. Aber wissen kann ich nicht. Ich kann nur Vermutungen äußern. Und
ich muss mit Komplexität umgehen und damit, dass ich es nicht weiß. Also aus meiner Sicht Kompetenzlosigkeitskompetenz, das ist ein Begriff von Paul Metscherill, ist eine der Grundkompetenzen in der Pädagogik, anzuerkennen, zu wissen, dass ich es oft nicht weiß und trotzdem darin handlungsfähig zu bleiben. Ich hatte vorhin schon von den Fehlern der Rechtsextremismusprävention der 1990er Jahre in Deutschland gesprochen. Was damals passiert ist, ist ein großer Fokus auf TäterInnen. Also es wurde sich die ganze Zeit mit den Tätern, vor allem den Tätern beschäftigt in diesem Fall. Und zwar im Sinne von Primärprävention, also wie kann ich verhindern, dass Leute überhaupt Täter werden. Sekundärprävention, also wie kann ich Leute abwimmeln, in Anführungszeichen, die sich in einem Hinwendungsprozess zu rechten Lebenswelten befinden. Und Tertiärprävention, Ausstiegsarbeit, wenn Leute schon richtig massiv darin eingebunden sind. Das ist alles wichtig, wobei Tertiärprävention zeigt sich, ist in Gruppen, funktioniert in Gruppen nicht. Das braucht Einzelfallarbeit, wenn Leute eine wirkliche Motivation haben, auszusteigen, weil sie zum Beispiel im Gefängnis sind. Ansonsten ist da kaum etwas zu tun. Was häufig vergessen wurde, was aber ganz zentral ist und mindestens gleich wichtig sein muss, ist das Empowerment und die Unterstützung von Menschen, die möglicherweise diskriminierungsbetroffen sind. Also wenn ich mich mit Sexismus beschäftige, sollte ich mich nicht nur mit den Jungen beschäftigen, die sexistisch agieren, sondern auch mit den Mädchen, die, wie ihr heute Morgen gesagt habt, in der offenen Jugendarbeit unter Umständen genau deshalb gar nicht da sind. Oder sie sind da und sind vielleicht still. Oder sie nerven mich vielleicht, weil sie darauf total lautstark reagieren und ich dann gar nicht mehr ins Gespräch komme. Wichtig ist, dass ich die nicht vergesse. Aber die TäterInnen auch nicht. Oder die, ich würde jetzt sagen, wenn es um was Kleineres als Rechtsextremismus geht, würde ich vielleicht nicht immer von TäterInnen sprechen, sagen wir mal die Diskriminierenden. Weil wenn ich sage, ich mache nur Empowerment für die Betroffenen, dann kriege ich die, also das geht auch nicht. Die Welt ändert sich nicht, wenn sich immer nur die Betroffenen ändern sollen. Ich muss beides im Blick haben. Was erst recht nicht vergessen werden darf, ist die Erarbeitung und Förderung von Alternativen. Also alternativen Kulturen, Subkulturen, in denen ein anderer Umgang erlernt werden kann. Ihr hattet das heute Morgen auch mit Erfahrungsräumen, von alternativen Räumen und von alternativen Verhaltensweisen. Weil wenn ich gar nicht weiß, wie ich zum Beispiel als Junge mit Mädchen in Kontakt treten kann, außer sexistisch zu werden, dann hilft mir das nichts, dass mir gesagt wird, das darfst du nicht, wenn ich gar nicht weiß, wie ich sonst machen kann. Oder wenn ich mit rassistischer Diskriminierung gar nicht anders umgehen kann, als indem ich mich behaupte und mich aufwerte gegenüber anderen, die dann wiederum noch schwächer sind, dann wird mir mein einziger Mechanismus im Umgang mit meiner Diskriminierung weggenommen, wenn ich sage, das darfst du nicht, sondern ich muss gucken, wie kann das sonst noch gehen. Dafür muss ich das ernst nehmen, was meinen AdressatInnen passiert. Und da ist die offene Kinder- und Jugendarbeit oft sehr gut drin. Also die offene Kinder- und Jugendarbeit ist, würde ich sagen, ein Feld, wo das besonders eingeübt ist. Dafür braucht es zum einen Wissensvermittlung. Ich gehe jetzt hier ein bisschen schneller durch und überspringe ein paar Sachen. Also einordnen zu können, das, was mir alltäglich passiert, als nicht selbstverständlich. Also Diskriminierung einordnen zu können, als etwas, was Unrecht ist. Wenn ich die Diskriminierung, die mir passiert, nicht als Unrecht einordnen kann, kann ich die Diskriminierung, die ich anderen antue, auch nicht als Unrecht einordnen. Wie gesagt, Personalisierung und Moralisierung des Problems erschwert es mir auszusteigen, weil es dann Gesichtsverlust ist, zu sagen, ah ja, ich bin ja ein böser Mensch. Also alles mögliche andere hilft häufig besser. Es geht um Sichtbarkeit, das hattet ihr heute Morgen auch, also im Team Sichtbarkeit zu haben, aber auch in Videoclips, in denen ich arbeite, in Lernmaterialien, also Vielfalt wirklich sichtbar und greifbar zu machen. Genau, und also empathisch zu sein, auch mit denen, also Empathie zu lernen, mit denen, die jeweils betroffen sind von dem, was ich tue. Und es ist häufig nicht fair, die Leute, die anwesend sind, dafür zu funktionalisieren. Also, dass die sich jetzt zur Verfügung stellen müssen, dass die jetzt sagen müssen, übrigens, für mich war das so schmerzhaft und so weiter. Sondern das kann ich zum Teil mit Videoclips und Materialien machen oder indem ich von mir selbst erzähle als Pädagogin oder Gäste einlade, die davon erzählen. Ich springe ein bisschen, genau, Begegnungen zu ermöglichen ist wichtig und auf die komme ich gleich noch zurück. Also einfach aus Zeitgründen gehe ich kurz noch, hier will ich noch hin. Wenn wir davon ausgehen, dass individuelles Handeln begründet ist, also subjektiv funktional ist, dass Leute nicht einfach nur so handeln, weil sie doof sind,
Oder weil die Eltern machen das halt so, sondern sie machen das auch. Sondern die kritische Psychologie, die ich sehr hilfreich finde, geht davon aus, Leute haben gute Gründe für ihr Handeln. Das können individuelle Bedürfnisse und Wünsche sein. Es kann mir darum gehen, ich habe wenig Ich-Stärke vermittelt bekommen, die einfach nur aus mir selbst heraus schöpft. Das heißt, ich kann Selbstwertgefühl nur haben, wenn ich mich über andere erhebe. Dann hat das eine Funktion, nämlich ich kann nicht anders mein Selbstwertgefühl darstellen. Es ist völlig legitim, ein gutes Selbstwertgefühl zu wollen. Oder ich habe nicht gelernt, mit Unsicherheit aus umzugehen. Das heißt, ich verschaffe mir Orientierung, indem ich ganz klaren Normen folge. Das gehört sich nicht für Männer, das gehört sich nicht für Frauen und so weiter. Das ist ein Ausdruck davon, dass ich nicht gelernt habe, mich zu orientieren in einer komplexen Welt. Oder ich will mich sicher fühlen und alles, was sich wie eine Bedrohung anfühlt, werte ich ab, um mich sicher zu fühlen. Dann muss ich gucken, warum fühlen sich bestimmte Dinge wie Bedrohungen an und wie könnte ich noch mit dieser Bedrohlichkeit umgehen. Es kann um Zugehörigkeit gehen. Wenn in meiner Peer Group Zugehörigkeit darüber läuft, dass wir andere schlecht machen oder dass diskriminierende Witze kommen oder sowas, dann kann ich mich, also dann werde ich alleine sein, wenn ich das ändere oder wenn ich dagegen interveniere. Es kann auch darum gehen, dass ich Selbstschutz brauche, also dass ich abgewertet werde und ich angegriffen werde. Ich hatte das heute Morgen für Jung und Männlichkeit aufgemacht, wenn ich mich diskriminierungskritisch verhalte. Es kann darum gehen, dass ich Liebe kriegen will und Zuwendung, dass ich die kriege, wenn ich über die Stränge schlage in irgendeiner Form. Es kann darum gehen, dass ich mich ohnmächtig fühle oder erniedrigt fühle durch pädagogische Autoritäten, vielleicht in der Schule. Und jetzt kann ich hier in der freien Jugendarbeit, kann ich endlich mal selber zeigen, ich habe hier Macht, weil ich kann hier die PädagogInnen provozieren. Boah, und dann gehen die an die Decke. Juhu, ich habe hier Wirksamkeit. Und ich kriege Aufmerksamkeit. Ist toll. Also es kann eher um den Umgang mit institutionellen Hierarchien gehen. Oder es kann darum gehen, mich nicht unsicher und verletzlich zu fühlen, weil ich immer alles falsch mache. Also mir sagt jemand, das ist rassistisch oder sexistisch, was du da sagst, oder heterosexistisch. Und ich will mich nicht schon wieder unsicher fühlen. Also sage ich, die sollen sich mal hier nicht so haben. Und warum soll es denn hier um die gehen? Um mich nicht so unsicher zu fühlen. Und es kann darum gehen, dass ich selbstständig diskriminiert werde und jetzt verlangen hier die PädagogInnen, dass ich sensibel gegenüber anderen bin. Und ich werde aber selbstständig diskriminiert und nach meiner Diskriminierung fragt hier niemand. Es gibt ganz viele andere Beispiele, auf die ich jetzt aus Zeit nicht eingehe. Prävention muss deshalb zusätzlich zu Empowerment, Schutz unter Unterstützung von Alternativen auch an dieser subjektiven Funktionalität ansetzen und Alternativen anbieten. Und ich würde jetzt nur noch hier ein paar Kleinigkeiten schnell aufgreifen. Anita Kalpaka hat mich sehr hilfreich hingewiesen. Es gibt einen tollen Text von ihr, Edelsteine und Stolpersteine in der, ich weiß nicht, irgendwas mit rassismuskritischen Bildungsarbeit oder so, dass wenn wir uns nur mit Vorurteilen beschäftigen, die Menschen, die diskriminiert werden, sich davon nichts kaufen können. Sondern an sich hilft für diese Menschen nur, wenn wir auch über Handlungen sprechen, also darüber, wie ich mein Handeln verändern kann. Moralische Selbstbeschäftigung ist nur irgendwie ganz schön und berührend für die, die da privilegiert sind, die, die das betrifft, die können sich nur was davon kaufen, wenn sich auch das Handeln verändert. Das heißt, wir müssen über Handlungen arbeiten und wir müssen bei Diskriminierung klare Grenzen setzen, weil sich der Raum sonst gegenüber den Betroffenen schließt. Also es gibt keine neutralen Räume. Wenn ich nicht klar interveniere, wenn wer diskriminiert wird, dann wird sich der Raum für diese Menschen schließen. Die werden erst gar nicht kommen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit oder sie werden sich nicht outen, als zum Beispiel lesbisch oder schwul oder bisexuell oder trans oder jüdisch. Also all die Sachen, wo man entscheiden kann, ob man sich outet oder nicht. Also der Raum, es gibt keinen neutralen Raum. Ich muss klare Grenzen setzen, wenn ich nicht anders, wenn das nicht, es kann freundlich gehen, ich kann unterscheiden zwischen Intention und Effekt. Wenn ich das schon dreimal erklärt habe, kann ich vielleicht die Gruppe ins Boot holen, ob die Gruppe es erklären kann, wenn es eine Gruppensituation ist. Aber im Zweifelsfall muss ich auch einfach, anstatt immer wieder dem Thema Aufmerksamkeit zu geben, wo immer wieder die Leute verletzt werden, die das abkriegen, klare Grenzen setzen ohne eine weitere Aufmerksamkeit und auch Leute rauswerfen oder sanktionieren, wenn ich anders nicht die schützen kann, für die sich sonst der Raum schließt. Auch wenn das schmerzhaft ist, weil häufig auch die, die diskriminieren, eigentlich was brauchen und keine bösen Menschen sind. Es geht da nicht um Boshaftigkeit, sondern um die Frage, wer kriegt den Raum? Ganz kurz aufgerufen, Ich-Stärke fördern, die nicht mit Selbst- oder Fremdabwertung funktioniert, ist was, was ganz vieles entlasten kann, präventiv.
Vergemeinschaft zu fördern, also Formen von Vergemeinschaftung durch schöne gemeinsame Erlebnisse und Anliegen statt durch Abgrenzung. Wie kann ich Humor und Leichtigkeit herstellen, ohne zu diskriminieren dabei? Das kann ganz vieles entlasten, weil häufig geht es darum. Wichtig ist, dass ich diskriminierungskritische AdressatInnen vernetze und unterstütze, weil die riskieren häufig, dass sie alleine dastehen. Als zu PC, als Gutmensch, als Spaßbremse. Das heißt, ich muss gucken, wie ich die vernetzen kann, dass sie nicht mehr alleine dastehen. Und mit allen üben, wie sie mit Unsicherheit oder mit Ambiguität, mit Mehrdeutigkeit umgehen können. Weil häufig geht es auch darum, verwirrt zu sein und darauf mit Diskriminierung zu reagieren. Es geht auch um den Umgang mit Traurigkeit, Schmerz und Wut. Und dafür ist die Voraussetzung Vertrauen, also Beziehungsarbeit. Das, was ihr heute Morgen auch gesagt habt, es braucht Zeit und es braucht nicht nur Zeit, sondern es braucht Beziehung. Und dafür muss ich aktiv an der Beziehung zwischen mir und den AdressatInnen, aber auch an der Beziehung unter den AdressatInnen arbeiten, weil wenn ich Angst haben muss, Trauer oder Verletzlichkeit oder Wut zu zeigen, weil ich dann ausgestoßen werde, dann werde ich die abwehren. Und eine Form der Abwehr ist, diskriminierend gegenüber anderen zu sein oder gewalttätig. Das überspringe ich. Und wie kann ich mich eigentlich auch in so einem heterosexuellen Rahmen annähern, ohne sexistische Rezepte? Wie kann ich in eine Gruppe FreundInnen werden, ohne mich diskriminierend zu verhalten? Wenn ich daran arbeite, kann ich ganz viel entlasten, wo Diskriminierung stattfindet. Wie kann ich meine Interessen vertreten und Selbstwirksamkeitserfahrungen machen, ohne andere einzumachen, ohne mich über andere zu erheben? Genau, und grundsätzlich hilft es allen, wenn wir daran arbeiten können, mit Adorno gesprochen, wie wir ohne Angst verschieden sein können. Also solche utopischen Momente erfahrbar zu machen, und damit schließe ich, kann ganz viel ermöglichen.